Danke, Herr Präsident, Kollegen Abgeordnete. Ja, Herr Anschober, was sollen wir mit Ihnen hier herinnen eigentlich noch machen? Ich stelle mir diese Frage wirklich und allen Ernstes, denn Sie kommen in den Bundesrat oder in den Nationalrat als eine für Sie noch lästige Pflichtübung, lassen sich dann nach aller Kunst der Politik links und rechts abwatschen, gehen wieder zurück in ihr Ministerium und wursteln weiter wie zuvor. Herr Anschober, das ist doch nicht der Sinn dieser Übung. Man versucht es mit Schimpfen. Man versucht es mit Nachdruck in den Reden. Man versucht es mit sinnvollen Anträgen. Man versucht es mit Lösungsvorschlägen. Herr Anschober, man versucht wirklich, Ihnen zu helfen. Mittlerweile glaube ich aber, Herr Anschober, Ihnen ist ganz einfach nicht zu helfen. Zu Ihnen, Herr Anschober, ist mir ein ganz guter Spruch eingefallen. Wenn man eigentlich nichts erwartet und trotzdem enttäuscht wird, dann erst kennt man den Rudi Anschober. Sie haben sich mittlerweile zur größten Enttäuschung der Zweiten Republik entwickelt. Nicht einmal die eigenen Grünen, von denen ja jetzt überhaupt keiner mehr da ist im Soll, nicht einmal die eigenen Grünen in Tirol, Landeshauptmann, Stellvertreterin, Landesrätin, ihre drei Landtagsabgeordneten plus Clubobmann der Grünen in Tirol halten sich noch an ihre verkorksten Corona-Gesetze. Denn was haben die gemacht? Mittlerweile wissen wir es. Bis spät in die Nacht hinein haben ihre grünen Freunde eine feuchtfröhliche Corona-Party gefeiert, bis die Polizei diese Party aufgelöst hat. Das sind ihre grünen Freunde, die sich selber nicht einmal mehr an ihren Murks halten. Aber Herr Minister, laut Ministeriengesetz, ich habe noch einmal nachgeschaut, weil gewusst habe ich es jetzt nicht mehr ganz genau, sind Sie am Papier der Gesundheitsminister von Österreich. Ihre Bilanz nach einem Jahr Krise in diesem Land ist mehr als erschreckend. Wissen Sie eigentlich, und das muss ich Sie wirklich fragen, als ehemaliger Volksschullehrer, dass es auch andere Erkrankungen außer Covid-19 gibt. Denn aufgrund ihrer desaströsen Gesundheitspolitik werden wir alle noch traurige Zeiten in unserem Gesundheitssystem erleben müssen. Unerkannte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebsdiagnosen, die nicht oder wann zu spät erkannt werden. Unerkannte Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen und viele andere mehr, die derzeit aufgrund ihrer desaströsen Gesundheitspolitik einfach nicht behandelt oder erkannt werden. Aufgrund ihrer Politik, Herr Anschober, die nur noch Corona sieht und links und rechts davon alles andere ignoriert. Sie, Herr Minister, führen uns in einen gesundheitspolitischen Wahnsinn, der sich gewaschen hat. Mit Ihrer nur durch Angst besetzten Politik die Arbeitsplätze, ganze Unternehmen, Lebenswerke und die Psyche der Kinder zerstört. Mit ihrer engstirnigen Lockdown-Politik durch das Einsperren der Leute und das komplette Verhindern von Infektionen werden wir niemals aus dieser Krise herauskommen.
Aus diesem derzeitigen Zustand kommen wir nur mit einer Herdenimmunität, die auf natürlichem Wege, aber auch über die Impfung erreicht werden kann und muss. Sie jedoch sind dem völligen Wahnsinn des Kanzlers verfallen. Herr Minister, jeden einzelnen Bürger, so gut es geht, wegzusperren, ihm jegliche Rechte zu entziehen. Doch dies, Herr Minister, ist der falsche Weg. Und das seit einem ganzen Jahr. Sie, Herr Minister, haben gefühlt 100 Pressekonferenzen veranstaltet. In keiner einzigen Pressekonferenz bis heute wäre Ihnen einmal eingefallen, die Kapazitäten in den Intensivbereichen zu erhöhen. Täglich 200.000 Euro für Regierungs-PR, aber kein einziges Intensivbett mehr in Österreich. Das ist die traurige Bilanz des Rudi Anschobers. Nein, Herr Anschober, was machen Sie? Sie geben die 101. nächste Pressekonferenz, wo Sie allen Ernstes den Satz bringen. Und ich zitiere, dass Sie entschieden haben, dass Sie zeitnah etwas entscheiden werden und die nächsten Entscheidungen entscheidend sein werden. Ja, sagen Sie mal, Herr Minister, geht's Ihnen noch ganz gut? Wollen Sie uns wirklich für blöd verkaufen? Ein ganzes Jahr lang haben Sie versagt. Ich muss es so drastisch formulieren, weil es die Wahrheit ist. Und mittlerweile, Herr Minister, glaube ich ja, dass wir alle an einem Projekt des Herrn Rudi Anschober mitmachen müssen. Und zwar das Projekt da mit dem Titel: Wie oft kann ich, Rudi Anschober, noch sagen, dass die nächsten zwei Wochen entscheidend sein werden, bevor ganz Österreich mit dem Kopf an die Wand schlägt. Anders kann ich mir Ihre desaströse Politik nicht erklären. Herr Minister, wenn es mit Ihnen und dem, wie wir es heute wieder gesehen haben, Geschichten erzählenden Kanzler so weitergeht, dann sollen die Ausgangsbeschränkungen wohl zum Dauerzustand werden. Begutachtungen für Gesetze, die tief in die Grundrechte einschneiden, einfach ohne oder mit sehr kurzen Begutachtungen an den Bürgern vorbei erlassen werden. Sie bekommen die volle Macht, allein und am Bürger vorbei zu entscheiden, ohne sich in einem demokratischen Gremium erklären zu müssen. Schnell, schnell werden dann während Sitzungen wieder Anträge eingebracht, um den Grundstock für den grünen Pass zu legen, um eine Zweiklassengesellschaft zu formen. Herr Minister, Sie haben jeglichen Boden der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Sie haben samt dieser unsäglichen Regierung die drei Säulen unserer Demokratie mit den Begriffen verfassungswidrig, rechtswidrig und gesetzeswidrig ersetzt. Das ist die traurige Realität im Jahr 2021 in Österreich. Und Herr Minister, dieser Wahnsinn gipfelt nun in dem grünen Impfpass. Obwohl wir, Sie lachen da noch, ich weiß nicht, was da so lustig ist, Herr Minister, obwohl wir keine Impfung haben und Sie lachen drüber, super. Die Bürger nicht einmal aussuchen können, mit welchem Impfstoff sie sich überhaupt impfen lassen wollen. Für was, haben wir gestern gefragt im Gesundheitsausschuss, der grüne Pass dann überhaupt gilt, das weiß man noch gar nicht. Ist der überhaupt dann EU-konform? Auch das wurde nicht beantwortet, das hat die Expertin, die angebliche Expertin im Gesundheitsausschuss auch nicht gewusst. Aber Hauptsache, man schwadroniert täglich und andauernd vom grünen Impfpass ohne Impfung.
Denn die Impfstoffbeschaffung in Österreich, Herr Minister, und das haben wir auch Ihnen zu verdanken, ist zur politischen Farce verkommen. Sie verfolgen eine völlig chaotische Impfpolitik, wo sich niemand mehr auskennt. Einmal ist der Herr Kanzler zuständig, dann ist ein Beamter zuständig, den man dann schnell ausschmeißt, und dann sind wieder Sie zuständig und keiner weiß, was der andere tut. Und jetzt gibt es wieder einen Alleingang in Österreich beim grünen Impfpass. Man kann ja jetzt nur hoffen für Österreich, dass dieser grüne Impfpass dasselbe Schicksal erleidet wie das Kaufhaus Österreich. Potenzial dazu gibt es in dieser Regierung mit dem Rudi Anschober ja mehr als genug. Abschließend, Herr Minister, ich und die Bürger Österreichs sind Ihrer Politik überdrüssig. Uns steht Ihr Verordnungswahn bis hier. Sie sind eine totale Fehlbesetzung, völlig überfordert und der Aufgabe in keinem Fall gewachsen. Herr Minister, bitte treten Sie zurück und machen Sie den Platz frei für jemanden, der dann wirklich weiß, was er in diesem Ministerium tut. Herr Minister, wenn Sie es nicht für mich machen, tu es für mich, tu es für den Kanzler, dann kriegen Sie von mir ein Bussi-Smiley, weil es ist anscheinend gang und gäbe in dieser Regierung. Und noch kurz an die Abgeordneten da von den Grünen und der ÖVP, die das jetzt da verteidigen die ganze Zeit, die Einschnitte in die Freiheitsrechte. Ich fordere euch wirklich und ernsthaft auf, nicht ständig in blumigen Worten und Worthülsen das Versagen dieser Regierung zu verduschen, sondern endlich euren Arbeitsauftrag hier herinnen ernst zu nehmen und für Österreich und nicht mit dieser Versagerregierung gegen Österreich zu arbeiten. Herzlichen Dank.